willkommen hier im TIP im Theater in Hinterbrück. Ich freue mich echt, dass die Hütte so voll ist. Da macht es noch viel mehr Spaß zu spielen. Also diese Idee mit dem Nahtodkabarett geisterte mir schon eine ganze Weile im Kopf herum. Schließlich ist eine Nahtoderfahrung schon eine ganz schön verrückte Sache. Aber viel verrückter ist eigentlich das, was man danach erlebt. Doch alleine traute ich mich nicht. Und dann vor 2,5 Jahren lernte ich Arno auf einer Beerdigung unserer gemeinsamen Freundin kennen. Arno trug etwas vor, das gefiel mir sehr gut und ich traute mich, ihn dann anzusprechen. Erzähl du mal. Ja, ich habe im zarten Alter von 16 zum ersten Mal den Tod gespielt und habe da so eine vertraute Nähe zu dem bekommen, aber wusste eigentlich nicht wirklich, was ist das Nahtod oder so ungefähr, ja, was man halt so weiß. Und dann kam plötzlich sie und fragte, ob ich ein Kabarett zu diesem Thema machen möchte. Also auch wenn ich das dann später jemandem erzählt habe, dieses Kabarett, zu was? Zu Nahtod? Nee. Und das hat mich dann immer noch mehr gereizt und ja, es war so abgedreht, da konnte ich gar nicht Nein sagen. Ja, genau. Und wir haben dann letzten Sommer bei dem 10-jährigen Jubiläum von unserem Netzwerk Nahtoderfahrung dieses Kabarett zum ersten Mal gespielt, weil es war eigentlich klar, bei dieser Veranstaltung muss es auf die Bühne kommen. Und weil es jetzt hier in Darmstadt doch so viele Menschen gibt, die sich für dieses Thema interessieren und in Darmstadt ja auch die Künste leben sollen, spielen wir es heute und natürlich morgen auch noch. Und wenn die jetzt gleich wieder mit Hüten kommen, dann geht's los. Wiederauferstandene, dem Tod entlaufene, wissbegierige, lebenshungrige, angstfreie, liebe Kundinnen und Kunden in spe. Keine Angst, Sie haben noch keinen Termin mit mir. Ich darf mich vorstellen, gestatten, top. Ich muss mich jetzt erstmal um meine nächste Kundin kümmern. Da hätten wir Frau Elisabeth Grübler. Pünktlich wie ein Uhrwerk. Ach, Heidi! Grüß dich! Ach, und die Gisela! Ich muss mal wieder zu Karstadt hin. Entschuldigen Sie, wenn ich störe. Darf ich Sie kurz stören? Ich kaufe nichts. Ja, stimmt, bestimmt. Mit Sicherheit. Ich möchte Ihnen nichts verkaufen, ich würde Sie gern mitnehmen. Mitnehmen? Ah, geht's noch? Es ist eine kleine Überraschung. Schauen Sie, es ist unglaublich angenehm und sehr hell dort. Oh, Sie sind ja vielleicht lustig. Da kommt ein wildfremder Kerl mit einem Schiff und will mich einfach irgendwo hin mitnehmen. Hoffen Sie sie noch an. Nun setzen Sie sich doch mal. Was? Ach, noch auf die dreckige Schippe? Auf die Schippe. Ach, der macht mir vielleicht Freund. Können Sie mich überhaupt halten? Na, das werden wir ja sehen. Versuchen Sie es doch mal. Wenn ich das meine Freundin erzähle, die glauben mir das nie. Sie werden sie ihren Freundinnen nicht mehr erzählen. Da kennen Sie meine Freundin aber schlecht. Mir quasseln nämlich noch als Tode. Was sagt man so dahin? Ja, versuch dich doch mal, bitte. Also gut, also meine. Was klappt das? Um Gottes Willen, wie viel wiegen Sie denn? Ja, da haben Sie mich jetzt mal geschätzt, gell? Ich bin geistig schwer gemischt. Geistig? Naja, das ist Ansichtssache. Bitte stehen Sie wieder auf, für Sie reichen meine Kräfte nicht. Das ist vielleicht ein Brocken. Das sieht man gar nicht.
Wären Sie mal nicht noch frech? Ich wollte Sie nicht beleidigen, aber ich bin wahnsinnig unter Zeitdruck. Ich habe heute noch unendlich viel zu tun. Aber das geht mich doch nichts an. Dann kommen Sie eben hochgebacken. Alter, red die ganze Nachbarschaft, dass mich ein Kerl auf den Buckel weggetragen hat. Ja. Was ist noch? Ja, sonst bricht mein Schippenstiel. Ei, hasch es mal! Ich muss mich doch nicht von jedem doch hergelaufene Schippenhahn hier anmachen lassen. Den Deimel soll sie holen. Halt! Hier geht der Himmel, da kommt doch mal! Immer die Weiber machen. Die Kerls kriegen es meistens gar nicht mit. Am liebsten sind wir Leiden der Angestellten. Die quasseln immer noch von ihren kommenden Erfolgen, wenn doch schon längst kein Blut mehr im Gehirn ist. Wahrscheinlich war auch vorher keins mehr drin. Oder mehr, Profit, überall. So, das war jetzt Grübler Elisabeth. Sehr gut. Wollen andere bestimmt. Na gut. Dieser Papierkrieg bringt mich noch mal um. Also, Haarfarbe ist wahrscheinlich noch natürlich. Was war denn das? Dann Gewicht, ne, das kann ich nicht. So schön. So hell. So wunderbar. Todesart, Schlaganfall. Das muss die Gisela mir noch heute erzählen. Dann alles. Ich glaube mir das nicht. Okay, das ist... Nein, bitte liegen bleiben! Ich habe doch die Papiere schon fertig. Mist! Noch eine Wiedervorlage. Das sind gerade epidemische Ausmaße an dieser verfluchten Art Tod. Und dann quasseln die auch noch Gott und der Welt die Hunde von wie schön es da drüben ist. So wie toll. Und wie hell. Und was sie wieder rüber wollen. Dann bleib doch drinnen! Ich hab doch die Mehrarbeit! Das hätte ich nicht schon genug zu tun. Mittelmeer, Iran, Irak, Syrien. Kids, die mit Stöpseln im Ohr datteln über die Straße laufen, taubblind. Oder essen bei McDonalds. Und ich überhaupt meine Schippe gelassen. Na gut, ich krieg dich! Tina, wo bist du denn? Oh Mensch, Tina. Sag doch. Wo steckt die denn? Tina. Ach, da bist du. Tina, bitte, kannst du mir das mal den Beipackzettel vorlesen? Ich habe gerade keine Brille auf. Bitte. Martin, sind jetzt schon wieder. Ich bin kurz vor der Erleuchtung. Bitte, hier, das Mittel hat er mir noch nie verschrieben. Fast aufs Antihysterikum. Sonst kriege ich doch mal Panikol für meine Angstattacken. Also Martin. Was steht da? Fast Hopsforte Antihysterikum 600 Milligramm Kautabletten. Wirkstoff Humorin. Fast Hopsforte Antihysterikum ist ein Hyposensibilisierungsmittel und ein Suppressionstherapeutikum gegen unerwünschte Reaktionen beim Kontakt mit NTE. Ach Gott, was ein Fachchinesisch. Fast Hopsforte Antihysterikum wird angewendet bei zukünftigen NTE-Patienten, Angehörigen, Notärzten, Pflegepersonal und bevorzugt bei NTE-Patienten mit Logorö, Sprechdurchfall und chronischer Missionitis Bekehrungszwang. Das ist ja furchtbar. Lies weiter. Da. Was heißt denn überhaupt NTE? Niemals nackte Turnen in Eisern oder niemals Tante ärgern? Hör auf, Nahtoderfahrene.
Nahtoderfahrene, was habe ich denn mit Zombies zu schaffen? Martin, da geht's weiter. Jetzt hör doch mal zu. Und zur symptomatischen Behandlung von Wut, Hass, Neid und Verzweiflung bei chronischer NTE-Leugnung, insbesondere bei blinder Wissenschaftsgläubigkeit, chronischer Rationalismus, bei Reizzuständen und bei chronifizierter Themenvermeidung. Siehst du, du willst doch nie über was reden. Lies weiter. Bei entzündlichen, zwanghaften Fragen nach Sinn und Zweck von Nahtoderfahrungen, gereizten Fragen wie, müssen die denn immer wieder mit diesem Thema anfangen? Wer fragt denn sowas? Leute wie du vielleicht. Ach, Fastrops Forte Antihistericum darf nicht eingenommen werden, wenn sie in der Vergangenheit mit Allergieanfällen gegen spirituelle Themen. Oh Martin, die Pilze sind nichts für dich, du verträgst doch was Spirituelles. Willst du mir jetzt den Beipackzettel vorlesen oder eine Szene machen? Ach, doch wahr. Wo war ich da? Wenn sie in der Vergangenheit mit Allergieanfällen gegen spirituelle Themen, Schwellungen der Halsschlagader oder Kammerflimmern, Hautreaktionen und Pickelbildung nach dem Kontakt mit Transzendenz oder mit Sabine Mähne reagieren. Was heißt denn das Transzendenz? Also hör mal, das weiß doch jeder. Endloses Bewusstsein, Pink van Lommel, alles in einem. Und DNA und Quanten und so. Ach so, Max Planck. Da, bei NTE-Patienten mit Dauerweinkrampf, Synapsenüberreizung, Dünnhäutigkeit und Auraperforation sollte eine Kombinationstherapie mit depressionshemmenden Arzneimitteln, zum Beispiel Antikatholika, Protestantismushemmern, und Pietismusblockern in Betracht gezogen werden. Das ist ja grauenhaft. Jetzt hör auf, sonst kriege ich auch noch die ganzen Nebenwirkungen. Das wäre doch gar nicht so doof. Gehst du vielleicht mit zum Tantra? Du gehst zum Tantra? Ja, schon seit einem halben Jahr. Tut mir ziemlich gut. Schizophrenie, ich mach mich nass.
Isita, Selbsthypnose, Schiss in der Hose. Oh, Isita, Gott sei Dank, ein Mann geschehen. Hab ein Mäscher, it, dann wär mir quitt. Wer außer mir hat noch so was gesehen? Oh, langsam glaub ich selber. Ich hab einen Knoten im Hirn, muss ich nicht wehren. Ist ich eine Transzendenz oder Hirngespenst? Oh, ist ich verhebt eine Meise? Dann scheiße! Ist ich Erleuchtung vor oder neben der Spur? Oh, ist ich gequirlter Blödsinn? Dann geh ganz hin, ich muss endlich wissen, hab ich einen lieben Gott gesehen? Es war so schön, and I'm traveling through this country, looking for my auntie. I will see some more, and I'm looking for this country, looking for my auntie. Oh, he speaks no more. Oh, there's no one at all. It's not so furchtbar weh. Oh, 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 oh. There is no one at all. It's not so furchtbar weh. Oh, 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 oh. Der nächste bitte. Der nächste bitte. Guten Tag, Frau Professor. Professor Dr. Sühnemann, angenehm. Bitte nehmen Sie Platz. Was kann ich für Sie tun? Oberstleutnant Salzmann. Sierra Alpha Lima Zulu Mike Alpha November November Salzmann. Bitte, bitte nicht so schnell. Da komme ich ja gar nicht mit dem Mitschreiben mit. Bitte? Bei den ganzen Vornamen. Sehr amüsant. Ich habe gehört, Sie beraten Menschen mit NATO-Erfahrungen. Mein Fachgebiet. Ich untersuche seit Jahren Menschen mit sogenannten NATO-Erfahrungen. Das ist Einbildung. Glauben Sie ernsthaft, eine solche gehabt zu haben? Eine? Ich habe 30 Jahre lang NATO-Erfahrungen. Sie ernster? Das können Sie wohl sagen. Das wünsche ich meinem Todfall nicht. Eine negative Erfahrung also? Das kann man so sagen, ja. Ach, im Tunnel steckt geblieben? Tunnel? Nein, nein, kein Tunnel. Ein Mannschaftswagen. Ach, auch noch ein Mannschaftswagen. Und Begegnung mit mehreren Personen? Ja. Aber eine negative Erfahrung? Ja. Wissen Sie, meine Probanden behaupten nämlich unisono, es sei das bewegendste und beglückendste Erlebnis ihres Lebens gewesen. Das klingt nach einer soliden Meise. Das könnten Sie wohl sagen. Ja, sagen Sie, es waren für mich die schlimmsten Momente meines Lebens. Ah, also ein Höllentrip. Ja. Dann schildern Sie mir doch bitte mal was. Sehen Sie, ich bin aus Überzeugung zum Bund gegangen. Friedensdienst mit der Wache. Deutschland schützt, das war eine schöne Vorstellung. Und dann war ich in Kosovo, dann war ich in Somalia, dann war ich in Afghanistan, dann war ich im Irak. Ich wusste doch gar nicht, dass Deutschland so groß ist. Aber wer ins Klo greift, muss sich über schmutzige Hände nicht wundern. Nur jetzt bekomme ich
um wild zu bleiben, den Geruch dieser NATO-Erfahrungen nicht mehr aus der Nase. Ich bin dienstunfähig geschrieben. Dann waren Sie also klinisch tot? An manchen Tagen waren wir da unten 24 Stunden lang vollkommen hirntot. 24 Stunden hirntot? So einen hatte ich noch nie. Sogar mehrfach, sonst wäre das doch überhaupt nicht auszuhalten. Mehrfach? Das ist eine Sensation. Für mich nicht. Ich habe einen ganzen Sack solcher NATO-Erfahrungen. Aus Ihnen mache ich eine Einzelfallstudie. Einzelfallstudie? Und diese ganzen NATO-Forscher und Pseudo-Prediger, die werden schäumen vor Wut. Ja, Rezidiva multipler Nahtodwahn mit schizoider Affektion. Eine Einzelfallstudie. Eine Einzelfallstudie. Rita, zum Diktat. Pseudo-Nahtoprediger? Ich bin ein Einzelfall. Zum Abendkleid oder für tagsüber. Schauen Sie zum Beispiel, das hier wird sehr gern genommen für Sport und Freizeit. Heavy Duty, also sehr belastbar. Wir haben das neulich erst an einen Turmspringer verkauft, der sein NATO-Erlebnis in einem überraschend gelehrten Sprungbecken hat. Wenn ich Sie mal anhalten darf, hier an dem Spiegel, darf ich gerade mal Ihren Hut entfernen. Sehr schön. Danke. Sehen Sie? Na, das sieht doch alles frisch und geerdet aus. Ein Herr Wilsch, der ist mir ein bisschen schwer, wissen Sie? Und so sportlich bin ich jetzt auch nicht. Aber es muss doch zu Ihnen passen, ich bitte Sie. Wir machen natürlich auch Sonderanfertigungen. Wir haben sogar ein Burka-festes Modell, Scharia-konform. Man muss es natürlich bei Enthauptungen vorher abnehmen. Das ist, und ist das auch waschmaschinenfest? Waschmaschine natürlich bis 60 Grad. Alles gut. Nicht sehen Sie sich. Wir sind dummerweise im Moment fast leer gekauft, jetzt wo alle Welt NATO sein möchte. Ich kann natürlich alles möglich sagen. So. Also. Wofür möchten Sie denn den Heiligenschein? Wissen Sie, seit ich den Tod von der Schick gesprungen bin, gell? Da bin ich jetzt öfters im Fernsehen. Die Leute stehen da drauf. Und dann dachte ich mir, ich versuch's mal bei der Heidi Klum, Germany's Next Topmodel.
Ja, doch. Hirntod bei Heiden, das passt. Ne? So doch nicht, Herr Wisch. Ich dachte, da muss ein bisschen mehr Geist rein, ein bisschen mehr Tiefe. Diese ganze Oberflächlichkeit und die verhungerten Matcher, das kann doch so nicht weitergehen. Ja, ja. Aber denken Sie dann, zu meiner Gesichtsform, geht das überhaupt Wasser? Gnädige Frau, ich bitte Sie, wir haben für jede Gesichtsform ein Modell. Wir haben sogar für Sigmar Gabriel, trotz seiner Frisur. Ich schmeichle mir, dass seit Jahren zu unserer Stammkundschaft auch Angela Merkel zählt. Die Fähnchen im heulischen Schein? Ja. Oh, Wahnsinn! Das müsste den Putin doch begeistern. Ja, nicht so lange, er nicht im Jenseits ist. Ja, also, wissen Sie, was kann ich Ihnen denn so anbieten noch, großartig, sehen Sie? Also, ja? Habe doch noch mehr, was ist ja, das ist, schauen Sie zum Beispiel, bei, wenn Sie von Putin sprechen, ja, sehen Sie, das ist doch schön. Wollen Sie da eher was russisch-orthodoxes oder katholisches mit viel Gold und Lametta oder vielleicht eher so ein protestantisches Modell? Schauen wir mal. Ah ja, also der wäre mir jetzt ein bisschen nackig, wenn ich ehrlich bin. Wissen Sie, und er muss ja auch ins Format 19x6 HD passen. Wenn Sie erlauben, 16x9, sonst lag das oben und unten über die Ränder und das kommt nicht. Ach, so, ja, du hast recht. Ach, Herr Willisch. Also seit ich den Tod von der Schippin gell, da halten mich doch manche Leute für einen Engel. Oh, gratuliere, Engel. Die brauchen die jetzt mehr als jemals zu. Da kommt mir eine Idee. Sie schickt mir der Himmel. Wir könnten doch kooperieren. Eine echte Win-Win-Situation. Hä? Was doch ist? Können Sie sich vorstellen, kostenfrei für Sie, eines unserer Modelle zu tragen und dann bei Gelegenheit dezent auf unser Angebot hinzuweisen und auf unsere Website liebertod.com? Und das kostet wirklich nichts? Nein, völlig kostenfrei. Das ist wirklich, weil ich meine, im Öffentlich-Rechtlichen geht sowas aber nicht, gell? Aber ich bitte Sie, bei Heidi Klum geht alles. Ja? Wie der Zufall will, haben wir gerade vor kurzem ein Einzelstück, ein Sondermodell hereinbekommen von keinem geringeren als... Hallo! Karl Lagerfeld. Ich mit dem Karl zur Hand. Ich sterb vor Glück. Bitte erst nach der Sendung, ja? Darf ich das mal kurz abziehen? Ja, bitte. Ja, das steht doch einmalig. Wahnsinn! Ich mit dem Karl zur Hand, die Heidi Klum, die fällt vor meinem Tod um! Ja, hoffentlich. Oh, Wahnsinn! Nee, die Frau! Nee, Frau, Ihr Einkäufe, Ihr Hut, unser Sponsorvertrag. Herzlich willkommen bei Transcendence Limited und ein tief empfundenes Dankeschön, dass Sie sich für uns entschieden haben. Leider sind im Moment alle unsere Transitberater im Gespräch, aber sobald einer unserer Fachkräfte frei wird, widmet er sich Ihnen mit all seiner Kompetenz. In der kurzen Zwischenzeit möchten wir Ihnen einen kleinen Überblick über unser umfangreiches, einzigartiges Serviceangebot geben. Wenn Sie bereits eine Transzendenzerfahrung oder ein Out-of-Body-Erlebnis hatten, aber nicht wissen, was damit anfangen, dann drücken Sie bitte die 1. Wenn Sie mental noch im Tunnel stecken und sich von dort komfortabel herausbewegen wollen, drücken Sie bitte die 2. Wenn Sie Ihre Notfallretter wegen entgangenem Paradiesaufenthalt verklagen wollen, drücken Sie bitte die 3. Wenn Sie noch Nahtod-Jungfrau sind, drücken Sie bitte die 4. Und wenn Sie einem Freund oder Ihrem Lebenspartner ebenfalls das einmalige Erlebnis eines Blicks ins reine Licht schenken möchten, dann drücken Sie bitte die 5. Wenn Sie diese Ansage noch einmal hören wollen,
drücken Sie jetzt bitte die 6. Du hast es gut, Yvonne. Du hast es schon hinter dir alles. Ach, Martin, egal wie oft ich das mache, ich fürchte mich jedes Mal wieder davor. Was, du hast das schon mehrfach gehabt? Ich habe es noch nicht ein einziges Mal geschafft. Na, ganz so schrecklich ist es jetzt auch wieder nicht. Da machst du Witze. Ich habe schon alles möglich versucht. Sogar eine ganze Packung fast hops geschluckt, vergeblich. Da gibt es ein neues Engelseminar. Wow, ich glaube, das wird auch was für mich. Du, ich sag mir immer, du wirst es überleben, also mach's. Ja, das sag ich mir auch. Aber dann klappt's doch nicht. Weißt du, gerade letzte Woche, da habe ich mich zusammengerissen und zack. Ich kann es dir nur raten. Das Gefühl hinterher ist einfach unbeschreiblich. Das sagen alle. Aber Yvonne, bitte, wie kommt man zu einem Nahtoderlebnis? Zu was? Ja, ich weiß ja, dass du nicht gern drüber reden möchtest, schon gar nicht mit einem wie mir. Aber Tina hat gesagt, wenn du unbedingt wissen willst, wie das ist, dann frag die Yvonne, die hat das schon hinter sich. Oh, Martin, das tut mir jetzt echt voll leid. Da hast du was falsch verstanden. Ich habe zu ihr gesagt, du weißt es, Tina, ich sterbe jedes Mal. Ja. Aber hinterher, wenn ich mich dann freigemacht habe, boah, da fühlt es sich an, als käme ich aus dem Tunnel und könnte das Licht wiedersehen. Ja, genau, so stelle ich mir das vor. Trotzdem, Tantra ist geil. Tantra? Du auch? Tantra? Na klar, Tantra. Mensch, Martin, wir leben im 21. Jahrhundert. Wir müssen die Welt heilen. Ohne Bewusstseinserweiterung und Hingabe kriegen wir das doch gar nicht hin. Und Tantra ist einfach der Weg. Aber wahrscheinlich nicht für dich. Frisst du doch weiter deine Pillen. Strategie für eine erfolgreiche Vermarktung ihres unschätzbaren Erfahrungsvorsprungs erarbeiten. Leider sind unsere gesamten Berater im Augenblick im Gespräch, aber nur ein wenig Geduld, sie stehen Ihnen zur Verfügung. Vielleicht lassen Sie sich inzwischen von unserem Ideenpool inspirieren. Ganz gleich, ob Sie zum Beispiel als Transitberater in Krankenhäusern, Palliativstationen oder Hospizen arbeiten möchten, ob Sie Ihre hochinteressanten Lichterlebnisse für die Farbgestaltung von Trauerhäusern und Übergangseinrichtungen anbieten, ob Sie ein Filmprojekt planen und realisieren oder vielleicht einfach nur einen Sachbuch-Bestseller schreiben und mitsamt Lesungen und Talkshow-Auftritten vermarkten wollen, Transcendence Limited ist der richtige Partner für Ihren Erfolg im neuen Leben. Na? Zimmer 224 hat Freitag. Guten Appetit. Seit der Intensiv bin ich auf Lichtnahrung. Lass mal kosten.
Man macht sich so seine Gedanken im Koma. Der kleinste, mieseste Gedanke vergiftet die Welt. Schau dich doch nur mal um, was wir hier alles anrichten. Aber ich mach da nicht mehr mit. Kein Tiermord, kein Pflanzenmord, kein Massenwahn. Detox, vegane Lichtnahrung. Stimmt. Wer jemals durch den Tunnel rennt, der alles in der Welt erkennt. Oh, auch Nahtoderfahrung? Na klar. Ha, ich wäre gern drüben geblieben. Aber wie ich höre, wie sich die Ärzte um meine Organe geprügelt haben, da bin ich dann doch lieber von der Decke wieder runtergekommen und in mich gegangen. Sag mal, haben die bei dir auch so eine Mickey-Maus-Figur von oben irgendwie drauf projiziert? Warst du auch bei der großen Nahtodstudie dabei? Du, bei mir, da haben die oben auf die Beatmungsmaschine Badelatschen projiziert. Und den pickligen Assistenzarzt im Nebenzimmer, der am Laptop saß, den habe ich da klar auch gesehen, wie ich so über mir geschwebt bin. Du, und weißt du was? Der hat immer in der Nase gebohrt und das dann gegessen, ey. Voll eklig. Ja, das schon lieber Lichtnahrung. Weißt du, und die bilden sich ein, wir kriegen im Koma nichts mit. Ja. Awareness during resuscitation. Wahrnehmung während der Wiederbelebung. Out-of-Body-Erfahrung unter kontrollierten Bedingungen verifizieren. Ja, und? Hast du jetzt die Mickey Maus über deinem Bett gesehen? Natürlich. Und den Chef von dem Ärzterudel, der immer durchgeschlichen ist und mich wie ein Zootier vorgeführt hat, den habe ich natürlich auch gesehen, sogar wie er seine Frau betrogen hat in der Ecke vom Fahrstuhl. Also, weißt du, er schwärmt dann von seiner wissenschaftlichen Studie, erster Nachweis wissenschaftlicher und so weiter, bla bla bla. Aber Mensch, du, wir beide sind doch eine Sensation. Wir sind die ersten wissenschaftlich beweisbaren Fälle einer Out-of-Body-Erfahrung. Das müssen wir denen sagen. Weißt du, ich sehe schon die Schlagzeilen in der Bildzeitung, Talkshows, Honorare, dann scheiß ich auf die Hungerrente. Die Bild schreibt dann, geht doch nach drüben. Nee, lass mich nachdenken. Nee. Der Doktor kriegt nichts. Wir verkaufen die Informationen an für 1 Million an die Chinesen. Die kaufen doch jetzt alles. Oh, geil! Mensch, aber geh schon mal vor. Ich komm gleich nach. Hi.
gibt ein Leben nach dem Tod. Ich weiß, es saß doch schon bei ihm im Boot. Doch welcher Schreck und welcher Graus, es sieht dort gänzlich anders aus als das, was ich bis dahin sicher glaubte, was mir den Schlaf und jede Ruhe raubte. Es ist kein lieber Gott auf Wolke 7, auch nicht, was in der Bibel so geschrieben. Kein strafendes Gericht und keine Hölle, erst recht nicht Sünden und altes Gewölle. So wenig wie Bedauern, Sehnsucht, Stöhnen, nicht Markenfummel am Zaun dürren Schönen. Vergleich und Konkurrenz sind längst erledigt und alles, was man uns so tätig predigt. Nein, ehrlich, all das gibt es nicht. Es ist nur Licht. Es ist nur Licht. Es ist nur Licht und nichts als das und Liebe, von der ich nie genug im Leben kriege. Die reinste Freiheit, Freude und Erlösung, das alles gratis, ohne Selbstentlösung. Es heißt jetzt frei sein, eins sein, Licht sein, und das ist wunderbar und sollte Pflicht sein. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Ich weiß es, saß doch schon bei ihm im Boot. Nun gut, der Lebensfilm ist schon sehr mächtig, denn schließlich war nicht jedes Leben prächtig. Auch ich erlaubte mir so manchen Scheiß und wagte mich zu oft auf dünnes Eis. Doch all das alte Zeug ist dort vergeben, egal aus diesem oder anderen Leben. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Ich weiß es, saß doch schon bei ihm im Boot. Denn wenn du schon den Kopf mal drüben hattest und dem, was jenseits heißt, Besuch abstattest, kannst du auch ohne fetten Schlitten fliegen, denn Glück heißt dann nicht mehr, du müsstest siegen. Das tolle Ego, das ist ganz zerbrochen, hast du den Duft der Ewigkeit gerochen. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Ich weiß es, saß doch schon bei ihm im Boot. Willkommen in unserem Geschäft für Nahtbedarf. Mein Name ist Friedhelm Willig. Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Ich wollte mich einfach mal unverbindlich umschauen. Ja. Ich gehöre nicht zu den Nahtbedarfern. Kein Grund für Minderwertigkeitskomplexe, wenn Sie mir den kleinen Scherz erlauben wollen. Ja, sehen Sie, das ist erstaunlich. Wir sind, ich sage Ihnen natürlich selbstverständlich gern, unser Sortiment ist im Moment so gut wie leer verkauft. Plötzlich will alle Welt Nahtbrotzeit. Aber schauen Sie mal, hier zum Beispiel, im Vertrauen. Wir stehen derzeit in Verhandlungen mit Aldi und Alnatura. Hier zum Beispiel haben wir ein sehr schönes Angebot. Das ist das Modell Einsicht. Um den Tunnelblick auch schon vor der Entwicklung kennenzulernen. Wenn Sie mal unter den Tisch schauen wollen. Also ich glaube, das wäre eher nichts für mich, wissen Sie. Also bei mir ist das ein Sonderfall. Also ich mache jetzt schon eine Weile Tantra und das hat mich doch sehr geweitet und spirituell weitergebracht. Und jetzt will mein Freund urplötzlich nahtot werden.
Das gibt es öfter, als man denkt, dass die besondere Aura der Nahtoderfahrenen bei ihrer Umgebung und bei anderen Menschen entweder heftigste Gegenwehr oder aber unstillbare Sehnsüchte auslöst. Vielleicht schauen Sie doch mal unverbindlich durch. Es kann ja sein, dass Sie ihn dann besser verstehen. Sie meinen. Da fällt mir ein, bei uns zu Hause ist die Toilette verstopft. Wir haben natürlich auch eine Reise- oder Trekking-Version. Ja, wenn Sie die mal ausprobieren möchten, das ist das Direktsichtmodell, ja, ohne Umwege in den Tunnel. Und hier hätten wir ein Sondermodell, das katholische Modell. Ja, erst ganz tief hinunter und dann empor zum Licht. Modell Fegefeuer. Auch da sieht man ja gar nichts. Ja, ich sag ja, die katholische Variante. Ja, will ich. Meinen Sie, ein Trekking wäre was, um wieder näher zusammenzukommen? Aber unbedingt. Besonders, wenn Sie beide schon mit dem Tunnelblick durch die Natur laufen. Das schafft eine gemeinsame spirituelle Perspektive. Ja, es wäre wirklich schön, wenn wir wieder zueinander finden könnten. Sie wissen gar nicht, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie wahnsinnig ich darunter leide, dass sich Martin so allem Geistigen verschließt. Nicht alle Männer sind einfühlsam. Ein besonderes Angebot ist unser Photonenbalsam zum Auftragen auf die Haut und unsere Instant-Photonen zum Einnehmen bei geistiger Unterbelichtung. Also wenn die Sehnsucht nach dem Licht ohne Schatten übermächtig wird. Oh, das ist ja wunderbar. Ich fühle mich schon ganz... Mal weiter. Hier, sehen Sie, das ist das Angebot. Ich bin begeistert. Ich fühle mich schon richtig erhoben und belichtet. Ja, das freut mich. Ich erlebe das öfter, dass unsere Kunden sich eins mit allem fühlen. Meinst du, wie eine Verschmelzung? Sie sagen es. Verschmelzung. Apropos, unser Sonderspitzenangebot, der Nirvana-Tank. Da liegen Sie in körperwarmem Schweben, Sie in körperwarmem Salzwasser, in vollkommener Lichtfreiheit und Stille. Ein esoterisches Pökelfass? Ja, wenn Sie so wollen. Es erhöht tatsächlich hier gewissermaßen Ihre Haltbarkeit und beseitigt die seelische Faulstellen. Aber... Das kostet ja fast so viel wie unser Golf. Aber bitte, kein Vergleich, was den spirituellen Nutzen angeht. Aber ich könnte mir da wenigstens zu zweit rein. Das, gnädige Frau, würde ich Ihnen sehr gern persönlich in unserem Showroom demonstrieren. Mit Hilfe von Transcendence Limited juristisch gegen diejenigen vorzugehen, die sie so unsensibel aus dem reinen Licht ohne Schatten gerissen haben. Wenn sie nach einem Unfall ihren Körper verlassen hatten und vom Notarzt reanimiert wurden, drücken sie bitte die 1. Wenn sie nach längerem Koma-Aufenthalt zurückgeholt wurden, drücken sie bitte die 2. Wenn Sie in der Zeit nach Ihrer Reanimation mehrfach am Verlassen Ihres Körpers durch die Fontanelle gehindert wurden, drücken Sie wieder die 3. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie überhaupt schon wieder hier sind, legen Sie bitte auf und wählen Sie die Ziffer. Wenn man nicht alles selber macht. Nein, ich hoffe, ich störe nicht. Nein.
Doch. Wie sind Sie überhaupt hierher reingekommen? Durch die Terrasse. Keine Angst, ich habe nicht vor, Ihre Möbel zu klauen. Wollen Sie hier buddeln oder was? Nein, ich möchte, ja, wie sage ich das? Ich möchte Sie mitnehmen. Mich? Wer sind Sie überhaupt? Oh, das ist unverzeihlich. Ich vergaß mich vorzustellen. Gestatten, Tod. Der Tod? Ich ziehe offenstanden die anglisierte Sprechweise vor. Das erschreckt paradoxerweise die meisten Menschen etwas weniger. Das ist ja wunderbar. Das anglisierte Tod? Dass Sie endlich da sind. Wie? Also, Sie verlieren mich. Ich sehne mich doch schon so lange nach Ihnen. Moment, bitte, nee, Frau, so geht das nicht. Sie können sich doch nicht in Ihrem Alter schon nach mir sehnen. Doch. Ich habe keine Angst vor dem Sterben, im Gegenteil. Nein, so geht das. Passen Sie mal auf. Ja. Seite 19 meiner Dienstvorschriften, Moment. Der internationale vorgeschriebene Ablauf erfordert, dass Sie jetzt um Gnade hinsenden und um Aufschub bitten. Meinetwegen auch auf Knien. Ich denke nicht daran zunächst. Ja, das müssen Sie, aber sonst nehme ich Sie nicht mit. Also, wenn Sie meinen, bitteschön. Bitte, guter Tod, verschone mich wohl andere. Das ist eine Frechheit. Sie machen sich auch noch lustig, Leute. Ich muss also ernsthaft darum bitten, hier bleiben zu können, dass Sie mich mitnehmen? Ja, exakt. Kommen Sie sich nicht blöd dabei vor? Also, ich muss mich doch nicht von einer Sterblichen wegen meiner Dienstvorschriften beleidigen lassen. Strafe muss sein. Rechnen Sie nicht vor 2050 mit mir. Bitte bleiben Sie. Sie waren doch schon mal hier. Was? Was reden Sie denn da? Ich soll schon mal hier gewesen sein? Das wüsste ich aber. Nicht hier. In einer Klinik. 1995. Was soll das denn gewesen sein? Das war im September 1995, wenn Sie es genau wissen wollen. Es war der 14. Das war jetzt blöd. Soweit reicht mein Wiedervorlageabfeld nicht so. Können Sie es denn irgendwie beweisen? Ja, natürlich. Der Tunnel. Dieses Licht ohne Schatten. Dieser unendliche Friede und diese Liebe. Und diese Klischees. Das quasseln alle Nahtod-Junkies. Glaubwürdiger wird es also nicht. Sie reden ja wie ein Naturwissenschaftler. Bleiben Sie mir bitte mit denen vom Leib, ja? Die rechnen in der Hölle dem Teufel noch vor, dass es ihn gar nicht gibt, sondern dass er eine katholische Erfindung ist. Ja. Sind Sie mal nicht so streng mit denen? Die haben mich immerhin gerettet, ja? Ja, eben! Die bringen meinen ganzen Arbeitsablauf durcheinander. Was mache ich denn jetzt mit Ihnen? Für Fälle wie Sie habe ich hier gar keine Vorschriften. Würden Sie allen Ernstes erst 2050 wiederkommen? Das ist ja schrecklich. Sag mal, sowas wie Sie kommt mir ja nun nicht alle Tage unter. Was würden Sie denn machen, wenn ich wirklich erst in 35 Jahren wieder käme? Ja, dann müsste ich mir ja was ausdenken. Ja, wie die meisten Menschen übrigens. Stricken. Außer wenn ich die Mittel leer ersaufen. Sudoku. Kirchenchor singen. Seniorengymnastik. Rollator-Wettrennen. Windelweitwurf, ja. Also wisst ihr was? Nee, jetzt hole ich das nicht. Das ist ja grauenhaft. Ich nehme Sie jetzt sofort mit. Na bitte, geht doch. Das ist doch nicht zu fassen. Diese Nahtodfuzis. Bemerkenswert. Ich werde mal eine Änderung meiner Dienstvorschriften beantragen, glaube ich. Bist du schnell, ich komme nicht hinterher! Die vegane Lichtnahrung im Tetrapack. Nur 16,95 Euro. Kompostierbare Notizblöcke für den Lebensrückblick. Ab 12,99 €. Die Duftölmischung Celestine oder die Duftnote Enfer. Mit naturreinem Schwefelwasserstoff im Leinenbeutel. 45 Milliliter, 36,99 €. Unsere vielgekaufte Meta-Ebeneneinheit Skywalk, bestehend aus 10 Metern Schrittleiter mit Sicherungshaken, für das Out-of-Body-Training diese Woche nur 297 €. Engelshaar-Novoli,
D200 in der Monatspackung 44,95 und schließlich das Eternal Life Deo endgültig frei von Aluminiumsalzen 12,95. Unsere Nahtodberater stehen Ihnen gerne mit weiteren Informationen zur Verfügung. Sprechen Sie uns an. Ihr Alnatura-Team freut sich auf Sie. Ich habe Überblick. Aufzüge sind kein Problem. Mein Körper erhebt sich mühelos. Mein Puls hat seine gewöhnlichen 70. Ich bin erhoben. Was war das denn? Bitte? Der Aufzug ist stecken geblieben. Oh, schade. Ich dachte, ich bin schon ganz oben angelangt. Ich hasse das. Meine Platzangst verfliegt wie Rauch. Meine Platzangst ist mein bester Freund. Hallo! Ist da jemand? Hallo! Meine Energie kann auch geschlossene Wände durchwandern. Hören Sie auf! Sie machen mich nervös! Ich muss hier raus! Tun Sie was! Vielleicht versuchen Sie es mit einer Atemübung. Sprechen Sie mal ganz langsam und genussvoll. Wald, Wald, Wald. Wald, 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 Wald. Mich macht das nicht ruhig. Hilfe! Ist hier überhaupt eine Sauerstoffversorgung? Ich kriege keine Luft. Wenn Sie noch mehr schreien, wird der Sauerstoff noch knapper. Mein Gott, ich drehe gleich durch. Brechen Sie die Tür auf! Oh, Sie sind Frau Professor Sühnemann. Zu Ihnen wollte ich eben erst. In Ihre Nahtodsprechstunde. Jetzt komme ich womöglich zu spät. Ja, aber was spielt das denn jetzt für eine Rolle? Hilfe! Ich habe hier noch ein paar von meinen Fastbox-Tabletten. Probieren Sie die mal. Ich habe schon eine ganze Weile damit gute Erfahrungen gemacht. Früher habe ich dann nämlich auch noch LSD probiert, aber da habe ich dann nur meine Frau mit meiner Oma verwechselt und Durchfall bekommen. Sehen Sie schon, sind Sie ruhiger. Wissen Sie, ich muss endlich wissen, wie ein Nahtoderlebnis geht. Ich muss Tina einfach einen Knaller bieten. Ja, und wieder Auferstehung wäre meine Erlösung. Herr Professor, sind Sie noch da? Ah, der Aufzug geht wieder. Wissen Sie, ich muss einfach was schaffen. Ich muss es hin. Oh, ich habe überhaupt keine Panik. Und das mitten in einem Aufzug. Und eine fremde Frau im Arm. Und ohne Panikol. Wenn ich das Tina erzähle. Fahnden sterben Sünde sein. Ist es nicht das Schönste, was euch beglückt, wenn der Tod euch näher rückt? Heute Nacht ist der Mut denn gar so klein. Wollt ihr ewig leben, ganz egal wie, oder selig sein wie nie? Heute Nacht, eure Liebsten umschwirren euch im Boten von jenseits, fürchtet euch nicht. Fahnden sterben Sünde sein. Ach, ihr wart schon so oft inkarniert. Auch das nächste Leben wird fromm. Du wirst
wirst was Besonderes sein. Pharaonin, Heilige, die Weise gebiert. Darum öffne deine Seele und komm. Du sicher, fröhlich und warm. O, du wirst voller Leuchten sein. Alle Schmerzen sind im Nu vorbei. Nach dem Tunnel bist du frei und ganz. Schau, sie warten gern auf dich. Oma, Opa, Onkel und Tante Ruth sitzen hier und lieben dich. Wie gut. Oh, schau den Kitsch nicht mehr aus. Haut ab! Du, ach du Schibbehorni! Dich gibt's doch so gar nicht! Und du, Onkel Erwin, du warst immer ein Esel, die ganz bucklig schwärmert, schon kann nicht stumm bleiben. Und die betuliche Säuseltante vom Hospizdienst erst recht. Wenn das sterben sein soll, lebenslieber ewig. Ich will meinen eigenen Tod, nicht so ein blöde Klischee-Mist. Gratuliere. Es hat aber gedauert, bis der Müll im Kopf endlich abgekratzt war. Ja, lieber spät wie gar nicht. Dann können Sie jetzt endlich mitkommen. Aber nicht auf der dreckig Schipp. Versprochen. Oh, sehr goldig.